Checkup, das Gesundheitsmagazin, wird Ihnen präsentiert von Hirslanden. Grüezi miteinander bei Checkup, das Gesundheitsmagazin. Das Klavier ist seine Leidenschaft. Der Urs Kunz ist ein begnadeter Konzertpianist und schon in der ganzen Schweiz auftreten. Denn im Sommer passiert's. Der Urs Kunz schlüpft aus und bricht sich den Oberarm. Verheerend für einen Pianist, der Arm und vor allem die Finger sind sein Lebensunterhalt. Wir haben den Urs Kunz in diesen schweren Stunden begleitet. Der Urs Kunz ist Pianist aus Leidenschaft. Seit seiner Kindheit begeistert der Luzerner sein Publikum mit der Musik. Dann letzten Sommer passiert's. Der Urs Kunz geht beim Spazieren um und bricht sich den Oberarm. Szene, die er nie mehr vergessen wird. Also ich habe ja nach dem Unfall, wo ich gestürzt bin, sofort geschaut, habe ich Gefühle, wo ich so gelegen bin, habe ich Gefühle in allen Fingern. Im Konzertpianist seine grösste Sorge, kann er je wieder Klavier spielen oder muss er gar seinen Beruf, seine Leidenschaft ganz aufgeben? Sofort wird aus dem Notfall der Professor Messner kontaktiert. Die Röntgenbilder liegen vor, jetzt muss schnell gehandelt werden. Grüezi, Herr Kunz. Grüezi, Herr Doktor. Dr. Messner, ich habe gehört, dass Sie auf den Arm gefallen sind. Ja, ja. Wie geht es denn mit den Schmerzen? Bewegen geht? Bewegen geht, ja. Ja. Das Gespür ist auch da? Ja. Ja? Ja. Sie haben einen ziemlichen Wüstenbruch. Ich habe Ihnen ein Röntgenbild mitgebracht. Ja. Es ist ein langer Bruch. Ja. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Okay. Ich habe gehört, Sie sind ein Pianist. Ja, aber richtig. Ja? Richtig. Das heisst, man muss ganz besonders aufpassen, dass ihre Funktion gut ist und dass man ja keine Nerven verletzt. Bei einem Oberarmbruch gibt es drei Möglichkeiten zur Behandlung. Eine davon ist ohne Operation, einfach mit einer normalen Kunststoffschiene. Die schnellere und vielmals auch exaktere Methode ist aber der operative Eingriff. Entweder mit einem Nagel, der von oben durch den ganzen Knochen geschoben wird zum Schienen, oder mit einer seitlichen Platte, die den Bruch überbrückt. Ein gewisses Risiko ist aber bei allen drei Varianten da, dass der Urs Kunz für lange Zeit nicht mehr Klavier spielen kann. Bei einem Bruch wird nämlich vielmals der Hauptnerv beschädigt und das führt dazu, dass er zumindest temporär, also für mehrere Monate, ausfällt. Wenn es der radialis Nerv ist, der hintere Nerv, dann hat er eine Fallhand. Er kann die Hand nicht mehr lüpfen. Stellen Sie sich vor, Piano spielen ohne noch die Hand lüpfen. Das ist praktisch nicht möglich. Die gute Nachricht, bis jetzt scheint der Nerv des Konzertpianisten noch intakt zu sein. Darum ist beim Eingriff jetzt besondere Vorsicht geboten. Im Fall von Herrn Kunz als Pianist ist natürlich die Feinmotorik ganz wichtig. Ich habe mich deswegen für die Platten entschieden. Warum das? Beim Einrichten des Bruch für den Nagel macht man das geschlossen. Und man sieht nicht, was man macht. Man kann unter Umständen den Hauptnerv verletzen. Mit der Platte eröffnen wir die Weichteile und sehen, was wir machen. Ich habe mich für die Platte vorne entschieden, weil hinten ist einer der drei Hauptnerven ganz nahe am Knochen. Und wenn man den verletzt, kann der Patient die Hand nicht mehr lüpfen. Der Eingriff selber dauert dann eine gute Stunde. Zeit für uns, um die Arbeit eines Pianisten ein bisschen genauer anzuschauen. Ein einziger Anschlag an einer Flügeltaste ist etwa 45 Gramm schwer. Nehmen wir ein Stück, das rund 3 Minuten dauert, gibt das laut Urs Kunz locker 3000 Anschläge. An einem Konzert spielt er 90 Minuten, gibt rund 30 verschiedene Stücke. Das macht ein Gesamtgewicht von 4 Tonnen, das ein Pianist pro Konzert oben bewegt oder auslöst. Zurück im Klinikzimmer von Urs Kunz. Der Pianist kann es nicht sein. Schon wenige Stunden nach der Operation wagt er sich ein erstes Mal als mitgebrachten E-Piano. Thank you.
Also so etwas geht jetzt, wenn das geradeaus ist. Wenn ich das hier oben machen möchte, jetzt fährt es an zu ziehen. Hier oben. Obwohl als wir Pianisten auf der Hälfte des Stuhls sitzen und das Gesäß hier rauf. Also oder da. Aber hier oben zieht es mir jetzt. Da ist. Und dann kommt es darauf ab, mache ich etwas. Etwas ganz Feines, oder? Oder? Aber das zieht jetzt ein bisschen. Das geht jetzt unter leichtem Schmerz, oder? Aber ich bin positiv überrascht, was geht. Schon einen Tag nach der Operation besucht ihn zudem regelmäßig der Physiotherapeut. Weil der Arm des Patienten momentan noch mit einer Schlinge ruhig gestellt wird, können die noch vorhandenen Muskeln schnell schwinden. Dann besteht natürlich die Gefahr, dass die Funktionen, die beim Herrn Kunz aktuell noch vorhanden sind, dass die natürlich auch zurückgehen. Daher müssen wir schauen, dass wir die Funktionen fördern und auch halten und dann so schnell wie möglich die Funktionen, die noch nicht möglich sind, dann auch unterstützen. Und in seinem Fall geht es natürlich um die gesamte Armfunktion, um die Fingerfunktion. Auch koordinative Fähigkeiten gehören damit dazu. Und ich denke, dass man da sehr früh und sehr schnell schon mit den Möglichkeiten beginnen kann mit der Therapie. Wieder daheim übt der Pianist mindestens 6 Stunden am Tag. Dann endlich, ein paar Wochen vor Weihnachten, ist es soweit. Das fast Unmögliche wird wahr, der Urs Kunz haut vor seinem Publikum wieder so richtig fest in die Klaviertaste. Mit diesen schönen Klängen verabschiede ich mich von Ihnen. Die Sendung gibt es wie immer noch einmal zum Nachschauen auf unserer Homepage. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Abend. Machen Sie es gut. Adi miteinander. Check-up, das Gesundheitsmagazin, ist Ihnen präsentiert worden von Hirslanden.